Ja, natürlich ist er jetzt bei weitem nicht so stark wie die anderen Maschinen von uns, die wir vorher getestet haben. Dafür ist es aber unser eigener. Er hat natürlich auch einen Stellenwert. So, das dürfte der Steinbruch sein, wo wir da gerade hinfahren oder sowas. Upsala. War ja doch kein Steinbruch, ein Stück noch. Wird sich schon ausgehen. Von der Zeit her, bis wir schlafen müssen. Upsa. Ich hätte mir so Heckscheinwerfer auch noch leisten sollen. Oh, 6 Stunden 19 Minuten fahren wir da, war super. Wann müssen wir schlafen? 6 Stunden 21 Minuten, das ist so knapp. Einfach zwischendurch reingequetscht, so, jetzt gibt man Gas ab da. Das wird noch eine lustige Fahrt, die dann aber noch, ja, gut. Ja, was soll ich sagen, bis 20 fahren wir gute 10 Minuten, 12 Minuten, sowas. Ja, wie gesagt, das ist ein relativ schwaches Gerät jetzt natürlich. Hui. Da haben wir uns das jetzt angedacht. Aber ist halt so. Dafür ist es, wie schon gesagt, unser eigener. Und wir haben einen großen Dachaufbau, der schön leuchtet. Ja gut, er beschleunigt ja doch auch. Er braucht nur länger. Voilà. Jawohl, 80 geht ja schon. Ah, in den höheren gehen wir dann auch schneller. Ja gut, da geht es anscheinend bergab. 5 Stunden 50 noch. 5 Stunden 4. Oh je. Ah, wieder eine knappe Geschichte. 10 Stunden haben wir noch Zeit. Aber ich weiß, dass er 10 Stunden schläft ziemlich genau. Der gute Mann. Das heißt, sie können nicht schlafen. Zwischendurch müssen das jetzt durchbeißen. Hilft alles nichts. Noch eine lustige Fahrt. So, würdest du jetzt bitte zurückschalten? Ich muss mal eben
ein wenig umschalten. Ja, hallo, 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 hallo. Okay, ich lasse ihn doch auf echte Automatik. Hilft ja nix. Nee, Controller ist falsch. Gameplay. Aber mir wäre ganz recht, wenn er nochmal so umschalten würde, der gute Mann. Schauen, ob sich die Lieferung noch ausgeht in den nächsten 9 Minuten. Das ist ja Wahnsinn, wir fahren schon 60. Glücklicherweise ist wenigstens der Tank vor. So, da geht es bergab, da können wir beschleunigen. Dann wird es nämlich wirklich knapp. 5 Stunden 10 Minuten müssten wir endlich schlafen und dann gehen wir gerade noch 5 Stunden 14 Minuten. Ja, das tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich brauche die Geschwindigkeit. Sonst wird es wirklich knapp. Zurückschalten, bitte! Schneller! Schon ein Mähdrescher. Spielt da jemand Landwirtschaftssimulator oder was? Steht mitten im Feld, trischt, aber hinten und vorne nutze ich nichts. Ja! Er schaltet zurück und gleich nochmal, bitte. Aber jetzt bitte dann bald, sonst wird's wieder knapp. Es wird sowieso knapp. Aber ich hoffe dennoch, dass es sich in den nächsten 3 Minuten, in den nächsten 8 Minuten noch ausgeht. 7 Minuten eigentlich nur mehr. Denn ich möchte das ungern auf die nächste Aufnahme verschieben. Oh, aber was geht? Wir machen einfach die letzte Folge ein wenig länger. Stört im Endeffekt auch keiner. Dann machen wir die Lieferung jetzt noch fertig und dann sehen wir, wie lang es geworden ist. Wenn wir bis 35 waren, also 135, haben wir einfach noch eine Folge mehr. Was soll's dann? Oh, halleluja. Ich hoffe, ich habe noch genug Speicherplatz auf der Festplatte. Die 3 Terabyte, ja, doch, müssten noch genügen. Hoffe ich zumindest. Die rohen Aufnahmedateien direkt von Screens. Direkt von Screenflow sind ja nicht allzu groß, um die, ja, die letzte Aufnahme, die erste Aufnahme mit einer Stunde und einer Viertel hatte gleich 26 GB, die wird jetzt in die, ja, 40 wird sie schon haben. Groß ist dann nur das verlustfrei rausgerechnete zum Schluss. Bam! Das nenne ich mal ausgewogenes Licht. Das sieht man auch wirklich was. Was jetzt weiter hat, die Stufe 1, die beißt schon ganz schön rein. Uhaha. So, und jetzt mit Gas-Tee weg, weil so es aussieht, fahren wir jetzt Landstraße. Ja, na toll. Das fehlt noch. Tausend Langsamfahrer und wir mit unserem langsamen LKW. Aber nichts vergessen, es ist unser Privater.
spinnst du? Ich habe nicht nur eine Hupe. Nein, ich habe auch eine Fanfare. Haha, danke mal. Ja, 67 ist nicht die Welt. Wopsa. Den haben wir hart mitgeschleift. Glücklicherweise hat uns aber keinen Schaden angerichtet. So. 3 Stunden 51 und dann müssen wir schlafen. Runter war das gleich. Ne, hoch. Ne, links. So. 3 Stunden 55 müssen wir schlafen. Verdammte Scheiße. Fahr jetzt nicht nach vorne. Ja, fahr. Ja, da bin ich jetzt auch wirklich nicht schuld. Hätte ich auf die Straße geachtet, sagen wir mal so. Na kommt, Leute. Ja, hallo! Ja, 1% Schaden ist auszuhalten. Fügen wir jetzt wieder Gas. Sonst wird das wirklich knapp. 3 Stunden 27 und 3 Stunden 45 brauchen wir noch. Oje, oje, oje. Ja, das heißt jetzt Bleifuß, ahoi. Hilft jetzt alles nichts. Stunde 17. Ja, schlafen geht sich beim besten Willen nicht aus. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt etwas stille war. Ah! Der Geschwindigkeitsbegrenzer, kann das sein, dass der bei 90 abhängt? Wäre ja durchaus möglich. Ich habe den Smart geschaltet. Ja, Tempomat geht noch. Aber ich denke, er hört jetzt auf bei 90 abzuregen. Das heißt auch, dass ich jetzt mit Bleifuß auch über 90 fahren kann. Ich greife jetzt mal mit beiden Händen ins Lenkrad. Sonst wird das hier nichts mehr. Eigentlich hätten wir nur noch eine Minute hier, eine halbe Minute hier in dieser Aufnahme, aber ich möchte den Auftrag schon noch fertig fahren. Oh wei, oh wei, oh wei. Einfach damit ihr in den Genuss kommt, zu sehen, was passiert, wenn der gute Mann hier müde wird. Erst seit 18 Uhr nehme ich auf, jetzt ist es 20 Uhr.